Ihr müsst arbeiten, um die Diamanten herauszuholen. Der Löwe arbeitet beim Arbeitsamt. Hey Leute! Ist das ein Vogel? Ist das ein Flugzeug? Nein, es ist der reale Mann aus dem Internet! Real! Einmal hin, Epic Win! Für Fortnite! Fortnite-Memes, das ist super, Alter. Wir reden heute über Disney-Rip-Offs! Ist ja so, wenn du was Cooles machst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass irgendjemand das nachmacht. Ratatouille, Ratatoin. Was für ein Name, Alter. Cars? Icars Life. Iron Man. Maple Man. Mulan. Mulan. Wir reden heute nicht über die degenerierten D-Makes von Disney. Das machen wir irgendwann anders. Aber sogar B-Movie hat ein B-Movie bekommen. Yeah. Aber wenn man über Disney-Rip-Offs redet, dann kommt man nicht um eine klitzekleine deutsche Firma drumherum. Dingo Pictures. Gegründet von einer Kinderbuchautorin und einem Dorfgitarristen haben Dingo Pictures, der Underdog der Animationstricktechnik der 90er Jahre, mit Familie und Freunden diverse Klassiker produziert. Wie zum Beispiel Aladdin 1993. Zufälligerweise genau in dem Jahr, wo auch Aladdin von Disney rauskam. Der König der Tiere 1994. Zufälligerweise im selben Jahr, wo König der Löwen von Disney rauskam. 1996. Der Glöckner von Notre Dame. Zufälligerweise im selben Jahr, wo... Man könnte also meinen, dass Dingo Pictures einfach nur ein Werbeplakat von einem neuen Disney-Film gesehen haben, dann in Windeseile 3 Frames gezeichnet haben, um einen Film zu produzieren. Und dabei die Geschichte zu erraten. Ich sag's mal so, das hätte jetzt nicht immer gut geklappt. Und außerdem, wir müssen Bäume abholzen, damit wir eine Straße bauen können. What the fuck? Dingo Pictures war also eine Schmiede für die Filme, die Oma und Opa versehentlich aus dem Regal nehmen, weil sie denken, sie haben den neuen heißen Disney-Scheiß in den Griffeln. Schande! 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 Schande für den Turm. Ich meine, wie zum Verwechseln ähnlich. König der Löwen und König der Tiere. Wie ein Ei dem anderen sehr hässlichen Ei. Okay, aber Disney hat ja Schneewittchen und Co. nicht alle selbst erfunden. Aber es gibt einen Unterschied zwischen adaptieren und mit Window Color für arme Amiga Deluxe Paint 3 nachzuzeichnen. Mit dem Programm wurde Monkey Island gemalt. Monkey Island? König der Tiere. Talent kann man nicht kaufen. Ich habe allerdings versucht, Dingo Pictures in diesem Video nicht einfach nur auf den Haufen an Disney-Fakes zu schmeißen, sondern euch investigative Interviews zu liefern. Hintergrundinfos, behind the scenes. Aber A, ist die Hälfte von den Leuten schon tot. Schade. Und B, hat die andere Hälfte keine Bock oder antwortet mir nicht. Ich kann also nur mit den Infos arbeiten, die das Internet uns gibt. Und das ist, wir haben einfach alles geklaut. Also zumindest die Charakterdesigns. Und eine absolut hirnrissige Geschichte darum gesponnen. Es sieht zumindest mit zusammengekniffenen Augen vielleicht so aus wie König der Löwen. Aber in Wahrheit ist es... Mir wird von alledem so dumm, als ging mir ein Mühlrad im Kopf rum. Goethe. Und bevor jetzt hier irgendjemand aus irgendeinem Grund versucht, Dingo Pictures zu verteidigen, ich bin unantastbar, ja? Ich, als ehrbares Wesen, das ich bin, habe die DVD gekauft für 12 Euro. Ich muss dazu jetzt ein Video machen, sonst habe ich das Geld gewastet. Also Susan, du allwissendes Wesen, wenn dieses Symbol gelb wird, dann raste ich aus. Hier steht, ich soll sagen, ihr sollt liken, aber ich glaube... Ihr wisst es selbst, wie es geht. Aber Unterstützung kostet nicht viel. Das kostet gar nichts, außer der Internet. Guck mal, der Daumen ist oben. Den mag ich gerne. Oh, wer bist du denn, du Fiesling? Aber den mag ich auch lieber als nichts. Haut einfach Like raus, wenn es euch gefällt, was soll ich sagen? Allen voran zeichnen sich die Produktionen von Dingo Pictures aber durch ihre Originalität und Qualität aus. Seht nur diese originelle Designs von Nicht-Klopfer, Nicht-Nala oder Nicht-Littlefoot an. Oder aber diese absolut realistischen Tiere. Ich finde es gut, dass man hier einfach sieht, dass Disney noch keine Krokodile gezeichnet hat. Wieso? Das grüne Spermium ist das schön. Es gibt König der Tiere auch noch mit alternativen Covers, die noch mehr aussehen, als wäre sie von Disney. Aber man muss ja auch tun, was man tun muss. Philipp, du musst es hier schneiden. Das ist dein Job so. Willst du hören? Alter, was ist das für eine traurige, selbstgebrannte, illegale DVD? Alle Urheber- und Leistungsschutzrechte vorbehalten. Hört auf zu lügen! Aufgrund fragwürdiger Lokalisierung hat Dingo Pictures aber auch weltweit eine internationale Fanbase bekommen. 80 Millionen Views. Und warum? Weil Leute gerne Kacke sehen. Güte. Also, König der Tiere. Stinkt nach... unser Film über die Dschungeltiere beginnt am Strand. Aber nur für ein paar nutzlose Frames? Weil dann sind wir wirklich im Dschungel und es werden die Hauptcharaktere vorgestellt. Ich habe eine Frage. Die Tiere im Dschungel. Ja. Eine Ente. Die Ente, die im Dschungel lebt, die sieht kreis anders aus. Toll, der... So viermal hintereinander der Sound. Let's go. Neugierige Giraffe.
Die ist sehr neugierig, das sieht man, weil die durch die Alpen wandert. Musikalischen Pelikan. Der musikalische Pelikan im Dschungel, warte mal, habe ich irgendwie in Biologie nie aufgepasst? Warum ist denn der Pelikan, also es gibt so viele Singvögel im Dschungel und die nehmen den fucking Pelikan, der da rumfliegt und singt und schon wieder Bananen. Was ist, bist du? Was bist du? Hässlicher Gnom, Alter. Ih, Gollum. Das ist nicht Biene Maya, das ist Biene Maya. Nein, verstehst du? Witzig. Ja. So. Ja, super. Und wie das so im wilden Wald ist, gibt's auch eine Menge Probleme. So richtig große Megaprobleme. Du wolltest also schon wieder das Erdhörnchen fressen. Ja, wollte er. Er hat mich schon im Maul gehabt. Wir hatten aber beschlossen, dass du das Erdhörnchen in Ruhe lassen sollst. Es hat genauso ein Recht zu leben wie du. Was soll der denn sonst essen? Was ist der Löwe? Veganes Mühlensteak, Alter? Der geht nach Hause und frisst einfach die Frau vom Krokodil. Ich bin das Nilpferd. Das ist die langsamste Nuss, die ich je gesehen habe. Der gute alte Löwe sorgt aber für Recht und Ordnung. Die Versammlung hat beschlossen, dass wir nur zwischen 13 und 15 Uhr ruhig sein möchten. Die Affen haben Ruhezeiten? Wer hat eine Uhr im Dschungel? Es gibt einfach Ruhezeiten für die Affen, Alter. Weil Alman das Nilpferd 12 Stunden am Tag schlafen will. Aber alles ist egal, weil die Affen etwas Wertvolles finden. Das gibt's doch gar nicht. Doch, bei Roller. Wo hast du denn das hier? Roller. Das lag dort hinten einfach so. Geschliffene Diamanten mitten im Dschungel, ist klar, natürlich. Wie hätte es anders sein können? Und jetzt ist natürlich glasklar, was der Plan sein soll. Und außerdem, wir müssen Bäume abholzen, damit wir eine Straße bauen können. What the fuck? Ne Straße durch den verschissenen Dschungel. Wofür? Fährt der eine Elefant-Traktor? Oder ist das Erdhörnchen zu fett, um durch den Wald zu laufen? Die wichtigste Idee kommt aber natürlich vom Panther. Da fragst du noch, wir werden die Diamanten ausgraben und dann werden wir alle reich. Klar, warum basieren 11 Waldtiere ihre Ökonomie auf Wertgegenständen? Man weiß es nicht. Aber der Löwe hat natürlich auch hier alles unter Kontrolle. Die Diamanten liegen in einer Mine unter der Erde. Das bedeutet, ihr müsst arbeiten, um die Diamanten herauszuholen. Ihr seid meine scheiß Sklaven. Der Löwe arbeitet beim Arbeitsamt. Das ist es, der ist klug, Alter. Ihr seid meine Sklaven. Du auch, Philipp. Du bist mein Sklave. Ist jetzt ein bisschen unangenehm. Und die Schlange, die Beraterin des Königs, hat auch noch viele wichtige Dinge loszuwerden. Mir wird von alledem so dumm, als ging mir ein Mühlrad im Kopf rum. Goethe. Schlaue Sprüche, nur eine vage Verbindung zum Thema. Hilft im Streit absolut nichts. Es kann nur eins bedeuten. Richtig, die Schlange studiert Philosophie. Danke, Mom. Man einigt sich aber darauf, die Straße dann doch nicht zu pflastern und die Diamanten einfach in Ruhe zu lassen. Das passt dem Panther aber überhaupt nicht. Dem Fiesling. Nur einer konnte sich mit der Entscheidung des Löwen nicht abfinden. Oh. Der Panther wurde von Tag zu Tag unzufriedener. Oh. Aber zu seinem Glück erfährt der König, dass er genug in seine Königin genattet hat und ein Baby auf ihn wartet. Diese Information schmilzt aber leider auch seine linke Gehirnhälfte und er fällt interessante Entscheidungen. Ja, ja, ist ja gut. Du darfst das Erdhörnchen fressen. Der ist ja komplett verrückt geworden. Spinnt der? Alter. Er kennt einfach die Zeichen der Zeit nicht. Wenn ich König wäre, ich würde das ganz anders machen. Okay, der klingt jetzt auch noch wie Hitler. Ich wollte es nicht sagen, aber ja. Und jetzt nutzt der AfD-Pantler seine Chance und verspricht allen Tieren irgendwelche Vorteile, wenn der Löwe abgehakt wird. Guillotine weg! Das Löwenbaby war zur Welt gekommen. Oh Gott, es hat einen Tumor. Ah, nee, ist das Gesicht. Timba! Und weil der Löwe seinen Sohn Robin mit Diamanten spielen lässt, die ja eigentlich verboten sind, ist Schluss mit lustig, okay? Der Panther greift kurz an zu einer eingeführten Kobra und zack, der Löwe ist Alkoholiker. Und bis zu... Oh! Nein! Nein! Ich bin zu schwach, um euch zu schützen. Flieht! Flieht, soweit ihr nur könnt. Und jetzt muss ich die Löwenfamilie verziehen in die Wüste. Es ist so traurig. Gedemütigt und traurig. Ja, die sind super traurig. Warum ist der Kopf von dem Baby einfach größer als von seinen Eltern? Weil er so melancholisch traurig ist. Was ist das? Oh, es tut weh. What?
you. Während der Daddy-Löwe also seine manisch-depressive Phase reinmüllt, findet Robin neue Freunde aus anderen Disney-Franchises. Aber schon bald fand der kleine Löwe einen richtigen Freund. Ringo, den kleinen Hasen. Nein, das ist Hopper aus Bambi. Sag mal, derweil macht der Panther noch andere Tiere zu seinen Sklaven? Mit falschen Versprechungen gelang es ihnen, eine Gruppe von Maulwürfen. Das ist kein Maulwurf. Habt ihr mal einen Maulwurf gesehen? Das ist einfach nur das Erdhörnchen, aber die haben es grau gemacht. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, aber die haben ganz schön... Was bist du? Haben relativ kleine Augen. No, ich schicke sie nach Hause. Ich mache auf für die erste Pizzeria in die Dschungel. Schmecke da wie bei die Mama mit diesen Tortellini, Rigatoni, Carbonara, Tarantelle, Spaghetti al Forno. Ach so, klar! Er holt sich als Gastarbeiter einen italienischen Maulwurf mit französischer Baskenmütze. Ich habe noch nie ein rassistischeres Tier gesehen. Wie hättet ihr in den afrikanischen Dschungel bekommen? Keine Ahnung, man weiß es nicht. Ich will es auch nicht wissen. Es wäre ja auch kein guter Quasi-Disney-Film, wenn kein Babylöwe ein Attentat planen würde. Der Panther muss weg! Und was ist dieser geniale Plan? Man vergiftet den Panther. Wow. Wie man das Ganze anstellt? Man besticht die drei Geier mit Computern. Computer! Wir bestechen sie mit... Was? Hat er gesagt? Warte. Wait, stop. Computer! Im Dschungel! Was will ein Geier mit einem Computer? Der eine wünscht sich ja noch ein Modem. Was ist hier los? Ich meine, es muss schon scheiße sein, bei einem Poster von drei Löwen und einem Affen sich irgendeine Geschichte aus dem Arsch zu ziehen. Aber warum denkt man bei Savanne und Co. zuerst an den verkackten Desktop? Das ist doch nicht normal. Was sehen Sie hier in diesem Bild? Einen sich erhebenden Schmetterling. Und hier? Eine Mutter, die ihr Kind im Arm hält. Und in unserem letzten Bild? Die Ruhezeiten von zwei Schimpansen und einem Pentium 2. Das ist nicht normal. Der Plan geht aber auf und der Bär serviert dem Panther das letzte leckere Abendmahl. Mit bisschen Spucke drin. Wohl bekommst. Gift! Du hast ihr Gift in mein Fressen getan! Eine krasse S-Animation. Alter, der hat einen epileptischen Anfall. Regungslos lag er auf der Erde. Der ist tot! Danach packen wir den zugekoksten Kater auf den Floß und schicken ihn aufs Meer, damit er da aufwacht und stirbt. I don't know. Aber egal, alles was nicht im Dschungel passiert, das geht ja nicht auf die Kappe des Königs. Dann kommen die Credits für die 200 Leute, die da mitgearbeitet haben und man hat das so ein bisschen das Gefühl, man erwacht gerade aus dem ganz komischen Traum. Und ich habe immer gedacht, Disney würde dich schon verklagen, wenn du Goofy im Disneyland falsch anschaust. Aber nach meiner Recherche hatte Dingo Pictures nie irgendeinen Rechtsstreit mit Disney. Du kannst es immer noch auf Amazon kaufen. Auf deren Website steht, We are the copyright holder of all animated movies mentioned above. Mentioned above? Darüber steht überhaupt nichts. Heißt das, ihr habt gar nichts? Die Lizenzen an dem falschen Klopfer? Yo!